Kennst du das Land mit seinen alten Eichen? Das Land von Einstein, von Karl Marx und Bach. Wo jede Antwort endet mit dem Fragezeichen. Wo ich ein Zimmer hab unterm Dach. Wo sich so viele wegen früher oft noch schämen. Wo mancher Vater eine Frage nicht versteht. Wo ihre Kinder ihnen das nicht übel nehmen, weil seine Antwort im Geschichtsbuch steht. Ihr schafft es selber, was ihr einmal werdet. Ihr könnt sich weinen, lebt einen Sinn. Ihr habt mich weinen, Teil von unserer Erde. Der kann so werden, wie ich selber bin. Kennst du das Land, wo die Fabriken uns gehören? Wo der Prometheus schon um fünf aufsteht. Dort kann man manche Faust auf manchen Tischen hören, bevor dann wieder trotzdem was nicht geht. Wo sich auf Wohnungsämtern Hoffnungen verlieren und ein Parteitag sich darüber Sorgen macht. Wo sich die Leute alles selber reparieren, weil sie das Werkzeug haben, Wissen und die Macht. Die Ich lernte richtig sprechen, richtig denken. Ich lernte nur das Brauchbare zu kaufen und dass es Freude macht, auch etwas zu verschenken. Hier lernte meine Mutter das Regieren, als sie vor einem Trümmerhaufen stand. Ich möchte dieses Land niemals verlieren. Es ist mein Mutter- und mein Vaterland.
Proleten Schluss gesagt und die Bauern, es ist soweit. Und haben den Kerensky davon gejagt und die Vergangenheit. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Da hat der Soldat das Gewehr umgewandt, da wurd er wieder Prolet, worauf sehr schnell vom Krieg abstand die Generalität. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Da hatte der Musik den Bauch nicht voll und da las er dann ein Dekret, dass der das Korn jetzt fressen soll, der auch das Korn abmäht. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Die Herren haben durchs Monokel geguckt und haben die Welt regiert. Und eh ein Matrose in die Dnieper spuckt, waren sie expropriiert. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Und der dies Lied euch singen tat, lebt in einer neuen Welt. Der Kumpel, der Musik, der rote Soldat, haben die euch hingestellt. Und das war im Oktober, als das so war, in Petrograd in Russland im 17. Jahr. Die Heimat blüht und vertrieben, die
ein jedes Haus. Es ruft die freie Jugend, Jugend der neuen Zeit. Es ruft die freie Jugend.
Schelmen.